Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play God of War 3. Wir sind beim Labyrinth angekommen und gehen einfach mal den Weg, den der Kelch lag, weil den hat er so per Zwischensequenz mäßig aufgehoben. Das sah so aus, als wenn das hier der richtige Weg sein könnte. Und das ist ja ein Labyrinth. Dementsprechend kann hier natürlich auch relativ viel versteckt sein. Das ist natürlich nicht so geil. Aber wir könnten dadurch natürlich relativ viel verpassen. Aber gut, was sollen wir tun, ne? Ich brauche... Oh, Magie, ja gut. Dann lassen wir es mit der Magie mal einen Moment. Jetzt machen wir Magie. Hier haben wir Erfahrung. Und ansonsten sieht es aus wie eine Sackgasse. Na, ist ja nicht schlimm. Das Dumme ist halt, wie gesagt, es ist ein Labyrinth. Und das heißt, Secrets könntest du hier überall verstecken. Hier sieht es aus, als wenn hier eine Treppe hochgelassen werden kann. Secrets könnten hier halt wirklich überall versteckt sein. Und wir übersehen sie halt dann einfach. Weil wir halt aus Versehen meinen richtigen Weg nehmen oder so. Das ist halt echt kacke. Die Ziegenviecher fand ich bislang in jedem Teil mit die schwersten Gegner. Dementsprechend benutze ich hier echt mal ein bisschen Magie. Mag Verschwendung sein, aber ich würde mich... Ich würde es halt gegen die Viecher echt nicht drauf ankommen lassen. So. Das Ding kann ich nicht verbrennen aus irgendeinem Grund. Leben brauche ich gerade nicht, Magie brauche ich aber. Und so, ich dachte, du öffnest schon. Das war also auch wieder ein Bonus. Habe ich jetzt ernsthaft auf Anhieb die ganze Zeit den richtigen Weg genommen? Der Bund ist mit einem Text geschmückt. Wer den Stein des Hyperion besitzt, kann die wahren Wege der Götter erfahren. Schauen Sie in den Stein und erkennen Sie die Wahrheit. Oh. Ist ganz schön dumm, meine Liebe. Da ist eine Truhe, die ich noch haben will. Die Treppe, da muss ich irgendwie hoch. Die Augenstadt um sie geschlossen, der Effekt ist verschwunden. Okay, wir müssen jetzt quasi so ein Perspektivrätsel lösen. Wir kommen auch nicht zurück, hier ist Sackgasse, das heißt, wir müssen das mit dieser Perspektive machen. Wir müssen ein Perspektivrätsel lösen, weil auch wenn man eigentlich den Weg gar nicht gehen darf oder gehen kann, kann man dieses Perspektivrätsel ihn dann eben doch bestreiten.
Unser Problem ist, dass wir momentan nirgendwo mehr durch können, weil überall sich die Tore hinter uns verschlossen haben und sie nicht mehr zu öffnen sind. Das ist halt sehr, sehr ärgerlich, weil wir haben sicherlich was verpasst. Aber egal, machen wir so. Und nutzen wir dieses Perspektivrätsel, um diesen Weg hier nach oben gehen zu können. Hey! Die Augenschalter haben sich geschlossen, der Effekt ist verschwunden. Und ich habe dummerweise dieses Labyrinth erstmal, zumindest diesen Abschnitt des Labyrinths geschafft, ohne dass ich es wollte. Als ob du da nicht rüber konntest. Mann! Ich hasse alles. Oh. Aber das haben wir gefunden. Minotaurenhorn. Ich würde gerne diesen kompletten Abschnitt nochmal machen. Mit saftigen Zweigen, die nicht verbrannt werden können. Warum wird das extra so gesagt? Okay, ich muss dich mit Wasser füllen, damit das hier passiert. Oder was ist der Plan? Ich steige hier echt gar nicht mehr durch. Moment, was sitzt die denn da? Da ist die Olle, ja. Okay. Dann versuche ich da mal irgendwie hinzukommen. Ich komme auch nicht mehr zurück. Boah, dieses Labyrinth ist scheiße. Objekt drehen. Was soll ich nicht reden? Irgendwo muss ich scheinbar Objekte drehen. Vielleicht hat es was mit der Treppe auf sich. Ah. Ja. Ich verstehe auch was. Ich nur hier nicht. Aber hier passt's. Okay. Ich dachte, das ist wieder was für ein Perspektivrätsel, dass ich die Treppe irgendwo hinschieben muss. Wo wir dann mit der Perspektive was machen können. Na du? Dummer Sterblicher! Du wagst es uns zu trotzen? Glaubst du, du kannst einfach so gehen? Noch sind wir nicht fertig. Was hast du getan? Was hast du mir angetan? Du Feigling! Du zerstörst alles, was du anfasst! Viel Glück mit deiner kleinen Hure, Pandora!
Oh, ist die sowas wie eine Art Mutter Natur und nicht die Göttin des Weines? Sieht so aus, ne? Tja, das ist doof gelaufen. Dafür können wir jetzt hier aber eine Menge verbrennen. Und ich kann dich auf Dinge legen. Ja, das nutzen wir bestimmt irgendwann mal. Erstmal möchte ich die Chance nutzen, dass ich wieder hier bin. Da drüben waren doch zwei rote Truhen. Und hier sehe ich noch was anderes. Das hätte ich alles gern. Jetzt ist aber nach wie vor dieses Problemchen da, dass diese ganzen Türen zu sind. Habe ich das wirklich schon verpasst, weil ich am Anfang automatisch quasi durch Glück den richtigen Weg genommen habe? Habe ich gleich am Anfang zwei Erfahrungstruhen und so eine versteckte Truhe verpasst? Ist das dein fucking Ernst? Boah, leck mich doch einfach am Arsch. Ich will doch nur zum Start zurück. Nur zum Speicherpunkt zurück, allein. Gut, das Ding ist, ich kann nicht so schieben. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ich kann dich ja auch tragen. Und da drauflegen. Damit wir dauerhaft diese Perspektive... Ah, okay, es bringt doch was. So, und damit fließt das Wasser jetzt da lang und da lang und da lang und hier runter. Was kann ich denn da veranstalten? Diese fucking Truhen hier will ich haben. Die kriege ich nur nicht, weil ich am Anfang direkt nach links und nicht nach rechts gelaufen bin. Es gab am Anfang ja einen Weg nach links und einen Weg nach rechts. Beim Speicherpunkt. Und ich bin den Weg nach links gelaufen. Wahrscheinlich komme ich deswegen nicht mehr an die Dinger hier ran. Oh, ist das ärgerlich, weil ich halt weiß, dass jetzt durch die Komplettlösung, weil da eine Übersicht war, weiß ich halt, dass nicht mehr so viel kommt. Deswegen, ich wollte die Aufnahme auch eigentlich schon vor diesem Part ja beenden, also diese Session.
Aber ich habe mich halt dagegen entschieden. Weil wenn ich weiß, dass wirklich nicht mehr so viel kommt, kann ich das theoretisch jetzt auch noch durchziehen heute. Oder zumindest noch ein bisschen was machen, sodass ich morgen relativ früh fertig bin und vielleicht noch anfange, wie heißt es jetzt? Ich fällt mir der Name nicht ein. Vielleicht noch anfange, Dingens zu displayen. Wie heißt es denn? Moment, ich kann dich so schieben, dass du so eine Treppe bildest, oder? Vielleicht kann ich damit sogar. Ich habe am oberen und am unteren Bildschirmrand übrigens hier gerade voll die Bildprobleme. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme auch habt oder ich nur an meinem Fernseher. Unsichtbare Wand, ich hasse dich. Na gut, was passiert nochmal, wenn ich da drauf gehe? Lenkst du das Wasser um? Aber es ändert trotzdem nichts am Flussverlauf. Und wenn ich dich hier runternehme, dann ist das Wasser ja sowieso komplett weg, ne? Hallo Effekt, du kannst gern aufhören. So, weil ich habe das Ding jetzt hier. Ich verstehe nicht so ganz, was ich jetzt tun muss. Mal wieder. In dem Spiel ist ja nichts Unübliches. Aber es wird schon alles mit dieser Perspektive laufen müssen, deswegen brauche ich mich hier eigentlich gar nicht. Irgendwie versuchen, was anders zu machen. Ich habe die Dingens hier noch offen und ich habe keine Lust, in diesem Part jetzt wieder einen kompletten Part im selben Raum zu verbringen. Ich gucke einfach kurz nach. Lala. Wo fängt denn das an? Jetzt rutscht mir die Stange runter. Lala. Wow, hier steht sogar. Geht beim Labyrinth, wählt zuerst den Weg rechts neben dem Speicherpunkt. An der Kreuzung findet ihr 3 rote Kisten und eine versteckte. Oh, danke. Links vom Speicherpunkt finden wir das Kelch, bla bla, erneuten Spielklauf verwenden können. Weiter geht's gerade aus. Sackgasse, anschließend kehren wir zur Ecke zurück und wählen diesmal den rechten Pfad. Nach dem Kampf. Moment. Kann ich den Weg nicht doch nochmal zurückgehen? Probier es einfach mal. Weil hergekommen sind wir doch von hier. Wir konnten doch von dem Kelch aus hier zurück, oder nicht? Das ging doch. Ja, hör jetzt auf, komische Sicht. Das ging aber, die Tür hier ist auch auf ewig zu. Warum sind denn alle Türen jetzt auf ewig zu? Das ist doch scheiße. Warum gibt es denn keine Möglichkeit mehr,
zum Speicherpunkt zurückzukommen. Beispielsweise, ich habe das Rätsel jetzt zu 90% gelöst und jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich mir denke, boah, ich bin jetzt echt müde, ich will jetzt gerne ins Bett. Da darf ich beim nächsten Mal das ganze Rätsel wieder von vorne machen, weil ich keinen Speicherpunkt hatte. Gerade in so einem komplizierten Rätsel würde ich doch die Möglichkeit auf einen dauerhaften Speicherpunkt machen. Vor allem die roten Kisten da an der Ecke siehst du ja auch erst, wenn du die rote Kiste da öffnest, dann siehst du ja erst die beiden hier. Das wird das Spiel dir doch nicht noch vorhalten, wenn du da nicht mehr hinkommst. Okay, egal, ich lese jetzt trotzdem weiter. Gegenüber des Tunnelausgangs... Warte. Dort erwarten uns zwei sehr... Okay, gegenüber des Tunnelausgangs öffnen wir eine Truhe mit grünen Orbs. Die linke Fahrt führt zu roten Orbs, den haben wir genommen. Rechts steht eine Kiste mit blauen Steinchen, die haben wir auch genommen. Bevor wir uns nach links wenden, schauen wir rechts in die Ecke und entdecken zwei rote Orbkisten. Wenn wir mit Helios Kopf den Gang ausleuchten, finden wir außerdem eine Gorgonenauge. Wow, haben wir auch verpasst. Geil! Also schon mal zwei Sachen, die wir hier verpasst haben. Oder ist das das hier? Nee, das sah eben von Weitem so aus, als wenn hier was wäre. Ich aktiviere ihn trotzdem mal. Das müsste aber da drin gewesen sein, was die meinen, wo wir ein Gorgonenauge finden, wo wir nicht mehr hinkommen. Ach, fick dich, Dreckspiel. Zurück bei der Truhe mit dem normalen... Kratos tötet in der folgenden Zwischensequenz Hera, wo wir alle Pflanzen verdorren. Dadurch können wir links den Zaunwurzeln per Feuerfall entzünden, nächsten Kelch umschlunken. Jetzt kehren wir zur Säule mit den Treppenstufen zurück und schieben diese links in die Vertiefung so nah wie möglich. Das geht da. Führt das Wasser. Okay. Aus der Geistersicht. Bla. Als nächstes schieben wir die Säule durch das Tor nach ganz unten in die Vertiefung, rechts neben dem letzten Kelch. Dabei muss sich die oberste Stufe links befinden. Okay. Oberste Stufe muss links sein. Und wir verschieben es ganz unten in die unterste Ecke. Ja. Ich weiß nicht, warum sich das jetzt so anfühlt, als wenn die jetzt hier gerade irgendwas feiern. Anschließend kehren wir zurück zur Bogenplatte. Die Gründe sich der Statue offenbart eine neue Treppe, die zum dritten Kelch führt. Ach, jetzt verstehe ich so, mein Gott. Wir aktivieren jetzt das Ding. Dadurch fließt jetzt überall das Wasser durch. Dann laufen wir los. Schmeißen die Olle hier rein. Wir drücken den Schalter nochmal. Durf Nummer sicher. Und dann los. Okay, scheißegal, klappt. Klappt nicht. Klappt nicht, war falsch. Dann lese ich doch weiter. Dann läuft damit die Treppen zum Kirchen und legt die Tote, in der die Tote liegt. Zuletzt schieben wir die Säule auf die Bodenplatten, um die Geistersicht länger aktiv zu lassen. Ah, das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Ich werde zwar niemals die beiden vergessenen Dinge einholen können, aber dafür die Tiere da drin. Das heißt, alle Krüge sind dauerhaft aktiv. Es ist halt 3 Uhr nachts, deswegen bin ich wahrscheinlich vom Kopf her nicht mehr ganz so dabei. Jetzt schieben wir dich da drauf.
könnte ich das Ding hier beenden, weil wir haben jetzt dauerhafte Geistersicht. Es ärgert mich voll, dass wir hier einen Minotaurus vorne und ein Gorgonenauge da angeblich haben drin liegen lassen. Weil ich halt weiß, dass nicht mehr viel kommt. Du bist dir sicher, dass du diesen Weg nicht nochmal gehen musst, Kratos? Wäre ärgerlich. Aber jetzt kommen wir hundertprozentig nicht mehr zurück. Die Kisten sind verloren. Eine andere Sicht der Dinge. Ihr schon wieder. Das da drüben sieht schon wieder fast wie ein Bossfight aus. Warum hat er denn aufgehört anzuvisieren? Warum hat er aufgehört, die letzte Habian zu visieren? Ach, leck mich doch. So, 1, 2, 3 und Jump. 1, 2, 3 und Jump. 1, 2, 3 und Jump. 1, 2 und Jump. Okay, das ist eine sehr verwirrende Stelle. Hier gibt es nicht nur Heilung und Erfahrungspunkte, sondern auch einen Speicherpunkt. Das heißt, meistens steht uns ein Bosskampf bevor. Puh. Welcher Gott wird denn als nächstes geht? Aphrodite lebt noch. Und mehr kenne ich nicht. erstmal können wir aber leveln jetzt. Die Herkuleshandschuhe brauchen als letztes 8000. Ja, haben wir schon über die Hälfte. Oh, warte. Nicht, dass ich schon wieder verpasse. Habe ich im Labyrinth ja schon zweimal verpasst. Endlich das Gorgonenauge. Damit fehlen uns nur noch 3. Hätten wir die Wachen da im Tempel gefunden, würden uns nur noch 2 fehlen. Ich habe das Gefühl, als wenn das Labyrinth gerade erst beginnt. Skorpione, die sind neu. Die sind neu. Eine Skorpiongöttin? Könnte sein. Man weiß es nicht. Okay, da ist schon wieder so ein Ding auf dem Weg, was man nicht verfehlen kann. Das sind immer Phönixfedern, komischerweise. Federn rupfen. Okay, wir haben zumindest alle Phönixfedern gesammelt. Umso ärgerlicher, dass uns noch, ich glaube, 3 oder 2 Minotaurenhörner und auf jeden Fall noch 3 Gorgonenaugen fehlen.
Ich weiß nicht, ob wir noch die Chance haben, so viel zu finden. Das erste Mal, dass ich in God of War tatsächlich Angst habe. Es liegt nur an dieser scheiß Komplettlösung, dass ich da gesehen habe, wie viele Kapitel es gibt. Aber es ist wie gesagt wirklich das erste Mal, dass ich jetzt Angst habe, nicht alles zu finden. Ansonsten, also nicht alles zu finden, was heißt das? Also, man muss ja nicht alles finden. Man muss ja nur eine bestimmte Anzahl an Dingen finden. Aber das haben wir bislang, wie gesagt, in jedem einzelnen God of War ohne Ausnahmen geschafft. Es wäre halt ärgerlich, wenn es ausgerechnet im letzten nicht gelingt. Jetzt sind halt immer so auch geschenkte Trophäen, ne? Auch wenn ich jetzt kein Trophy Hunter oder sonst irgendwas bin. So geschenkte Trophäen freut man sich dann doch eigentlich immer drüber. Was ist denn hier los? Falsch? Richtig. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich auch, was das für komische Blöcke waren, auf denen wir damals hier durch die Gegend geflogen sind. Notizbucheintrag: Das Herz des Labyrinths hängt an der großen Kette im Gleichgewicht zwischen dem Hades und dem Olymp. Gerät eine Seite ins Schwanken, wächst oder fällt die Macht des Labyrinths entsprechend. Das Gleichgewicht ändert sich auf ewig. Und wie immer werden die Menschen die Leidtragenden sein. Die Höhlen. Wir sind wieder da. Und das waren tatsächlich Teile des Labyrinths, diese Blöcke, die wir verschoben haben. Endlich macht alles einen Sinn. Ich habe ja damals gedacht, was sind das für komische viereckige Blöcke, die passen überhaupt nicht ins Setting. Oh doch. Das Geschenk des Hades. Flüssiges Feuer. Das kommt zuerst. Dann das Geschenk des Burgers. Der Eissturm. Der gibt mir die Macht. Die Macht, mir meinen Sohn zurückzuholen. Du bist der Bauer von dem Ganzen hier. Wieso hängst du hier? Keinen Sinn, dass der da hängt, aber gut. Ja, du mich auch. Wobei ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee dafür. Oh wow, natürlich so hätte man das wahrscheinlich eigentlich machen sollen, ne? Natürlich hätte man das eigentlich so machen sollen. Ich bin ja so dumm. Dann hätte man auch diese Vaters Rage gar nicht gebraucht.
und stirb. Noch ein Minotaurenhorn. Und noch drei Gorgonenaugen. Noch zwei Gorgonenaugen. Oh, das könnte noch was werden. Uns fehlen nur noch drei, theoretisch drei Truhen. Wir könnten doch noch eine Chance haben. Aber jetzt nutzen wir noch mal kurz die Chance, um auch diese Waffe hier aufs Maximum zu leveln. Und dann beenden wir diesen Part, nachdem wir die Notiz gelesen haben. Zeus schaut ewig über meine Schultern. Auch wenn er fort ist, kann ich ihn spüren. Das Herz des Labyrinths scheint ein Schloss und ein Schlüssel zu sein. Und die Richter des Hades, der letzte Riegel. Aber ich schwöre, bekomme ich meinen Sohn nicht zurück, so wird er bloß ein Chaos und Zerstörung freisetzen. Daedalus, Tag 3, was auch immer. 3287 war das, glaube ich. Die sind der letzte Schlüssel. Die Wächter da unten. Das heißt, da müssen wir erst ganz zum Schluss hin und deren Schwachstellen kaputt kloppen, wo wir ganz am Anfang des Spiels schon waren. Alles klar. Dann hoffe ich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.